Montag, der 20. Januar. Ich begrüße alle Zuschauer recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazines hier im Elbe-Kanal. Auch heute haben wir wieder interessante Themen für Sie vorbereitet, unter anderem von den sportlichen Ereignissen am Wochenende. Wir waren auf der Eleganz in Magdeburg und natürlich vieles mehr. Hier kommt Sie die Übersicht. Schwierigkeiten, Finanzierung des Projektes Ego-Piloten in der Schwebe. Eleganz, zahlreiche Gäste auf der Hochzeitsmesse im Magdeburger Maritimhotel. Und sportlich, 4. WBG Cup begeisterte zahlreiche Zuschauer. Darüber hinaus möchten wir natürlich das Medium der Woche präsentieren und Ihnen verraten, welche Veranstaltungen auf Ihren Besuch warten. Heute unser Zuschauerfoto, geschossen von Thorsten Schulz auf der Eleganz Hochzeitsmesse in Magdeburg. So haben wir uns mit unserem Stand auf der Messe präsentiert. Sollten Sie Informationen wünschen zum Thema Hochzeitsfotos bzw. Hochzeitsvideos, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gern beratend zur Seite. Das Projekt Ego-Piloten im Salzlandkreis steht derzeit auf Messers Schneide. Kürzungen haben stattgefunden, es gibt nur noch einen Piloten für die Altkreise. Mehr Informationen jetzt im Beitrag. Sein eigener Chef sein, selbst bestimmen, wann man arbeiten möchte. Das ist der Traum vieler Arbeitnehmer. Jedoch ist der Weg in die Selbstständigkeit riskant. Viele unterschätzen diese Risiken und gehen zu blauäugig an das Thema heran. Genau für solche Vorhaben und deren Menschen gibt es den Ego-Piloten wie Dr. Horst Naumann. Also die Aufgabe von Ego-Piloten ist an und für sich, Leute, die gründungswillig sind, sich mit dem Gedanken der Gründung auseinandersetzen, zu begleiten, anzupacken, zu beraten und sie notfalls zu anderen Partnern im Netzwerk, Handwerkskammer, IHK, Verband der Freien Berufe, weiterzuleiten. Aber ihnen auch Tipps zu geben, Risiken aufzuzeigen der Selbstständigkeit, bei der Überlegung, gehe ich in die Selbstständigkeit oder mache ich es nicht, Entscheidungshilfen zu geben und sie notfalls auch zu begleiten beim Thema, übernehme ich vielleicht ein Unternehmen. Das ist unsere Aufgabe, die machen wir seit 2004 im Land Sachsen-Anhalt mit sehr, sehr großem Erfolg. Das Netzwerk ist überregional aufgestellt und hier auch im Salzlandkreis präsent. Und wir brauchen uns im Salzlandkreis nicht zu verstecken. Wir haben auch hier im Salzlandkreis im Rahmen des Ego-Piloten-Netzwerks seit 2004 sehr gute Erfolge erzielt. Allerdings hat sich die aktuelle Situation für diese Form der Beratung im Jahr 2014 deutlich verändert. Die Ego-Piloten arbeiten auf Basis einer Förderung der EU und des Landes Sachsen-Anhalt. Von den anfallenden Kosten werden 90% von diesen Fördermitteln bezahlt. Durch eine veränderte Strukturförderungsperiode läuft diese Förderung jedoch nun aus. Aufgrund dieser Änderung gibt es im Salzlandkreis nun statt wie bisher drei nur noch einen Ego-Piloten, der für alle drei ehemaligen Altkreise zuständig ist. Durch diese Ausdünnung wird es auch zu Terminschwierigkeiten kommen und es können weniger Beratungstermine durchgeführt werden. Die Bürgerinnen und Bürger, die mich erreichen wollen, erreichen mich montags in Staßfurt in den Räumen der GfW, dort in Staßfurt am Großen Markt 9. Am Dienstag in Bernburg, da werde ich in der Regel immer von 8 Uhr bis wahrscheinlich in Bernburg bis 18 Uhr, bei Bedarf sogar noch länger, in den Räumen im Indigo Innovationspark in Bernburg sitzen. Das sind die Räume, die ich damals schon innehatte. Und hier in Schönebeck in den Räumen des IGZ InnoLife am Badepark, das sind die Räume, die hier auch verkehrstechnisch auch sehr gut erreichbar sind, werde ich immer am Donnerstag erreichbar sein. Zentrale Terminvergaben über die Telefonnummer hier in Schönebeck und auch über die E-Mail-Adresse. Und das steht auch im Internet, wird in den Medien bekannt gegeben. Also ohne Terminvorgabe, das wäre ganz wichtig, kann ich leider nicht beraten. Also ich kann alle nur bitten, anzurufen, per Mail einen Termin zu vereinbaren, per Telefon, anders geht es nicht. Und notfalls kann man das auch später am Abend machen. In der vergangenen Woche war der Landtagsabgeordnete Dr. Gunnar Schellenberger bei Dr. Naumann zu Gast, um mit ihm über die aktuelle Situation zu sprechen und eventuelle Lösungen zu diskutieren. Denn sollten bis Jahresende keine neuen Fördergelder fließen, wird es im Jahr 2015 kein Projekt Ego-Piloten geben. Dr. Gunnar Schellenberger möchte sich für dieses Projekt einsetzen, da die Beratung und Betreuung der Menschen, welche den Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen, ein wichtiges Thema ist und so die regionale Wirtschaft angekurbelt und unterstützt wird. Wie gerade gesagt, das ist also auch die Zukunft. Das heißt, es wird immer wieder
Leute geben, die Existenzgründung betreiben wollen. Die brauchen eine ordentliche Beratung, die müssen also wirklich angefasst werden, um sie auf diesem schweren Schritt zu begleiten, um diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn das ist für einen, der arbeitslos ist, sicherlich nicht einfach. Das ist ein Schritt, der muss genau überlegt sein und da ist gute Beratung ganz wichtig. Und vor allen Dingen muss man die Leute dort abholen, wo sie gerade im Moment sind, um ihre Entwicklung dann mit zu beeinflussen. Das heißt, selbst wenn die Existenz gegründet ist, müssen diese Leute auch weiter beraten werden oder wollen gerne weiter beraten werden. Und das natürlich überregional mit vielen Partnern. Und deshalb finde ich es wichtig, das auch für den gesamten Landkreis zu tun, nicht bloß regional bezogen. Das heißt, da muss man aber ganz spezielle Kenntnis haben und das ist entscheidend für unsere Region. Und ich kann sagen, also im Land Sachsen-Anhalt sind die Ego-Piloten oder der Ego-Pilot im Moment mit ihren Zahlen also wirklich absolut spitze. Und so gesehen kann man sich nur darum kümmern, dass auch eine EU-Förderung in Zukunft weiter passiert. Und natürlich muss dann in Zukunft auch der Landkreis eine andere Aufgabenstellung in dieser Sache in den Griff kriegen, muss sich also nochmal neu positionieren. Es bleibt abzuwarten, ob es gelingen wird, diese neue Positionierung des Landkreises zu erreichen und vor allem, ob es neue Fördermittel aus der EU geben wird. Sollte dies nicht möglich sein, wird das Projekt Ego-Piloten zum Jahresende eine sprichwörtliche Bruchlandung erleben. Das zurückliegende Wochenende bot Platz für zahlreiche Veranstaltungen. Sei es der 4. WBG-Cup, die Hochzeitsmesse Eleganz oder die Landeseinzelmeisterschaften im Tischtennis hier in Schönebeck. All diese Veranstaltungen haben wir besucht, möchten Ihnen jetzt heute in der Sendung einige Ausschnitte daraus präsentieren und natürlich in den kommenden Sendungen dann ausführliche Berichte hier an dieser Stelle zeigen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Am vergangenen Samstag kam es durch Großdemonstrationen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Durch mehrere Kabelbrände an Gleisanlagen in Magdeburg kam der Bahnverkehr fast vollständig zum Erliegen, sodass Züge für mindestens eine Stunde in Schönebeck feststeckten. Aufgrund dessen waren am Bahnhof Schönebeck mehrere Polizeibeamte eingesetzt, um Ausschreitungen von anreisenden Demonstranten der rechten Szene zu verhindern. Am vergangenen Sonntag fand im Magdeburger Maritimhotel die Hochzeitsmesse Eleganz statt. Bereits zum 6. Mal fand diese Messe in Magdeburg statt und lockte am vergangenen Sonntag mehr als 1300 Besucher ins Maritimhotel Magdeburg. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Event sehen Sie in einer der kommenden Sendungen. Am Freitag, dem 17. Januar, fand in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Frohse in der Magdeburger Straße der 4. WBG-Cup statt. Bei diesem Hallenfußballturnier kämpften 10 Mannschaften aus Schönebeck, Magdeburg und der Umgebung um den WBG-Wanderpokal. Einen ausführlichen Bericht wird in einer der kommenden Sendungen folgen. Am vergangenen Wochenende fanden in der Schönebecker Franz-Vollbring-Sporthalle die 24. Landeseinzelmeisterschaften der Damen und Herren statt. Die Abteilung Tischtennis des Schönebecker SV 1861 hatte sich nach 22 Jahren für die Austragung dieser Titelkämpfe beworben und vom Tischtennisverband Sachsen-Anhalt den Zuschlag bekommen. 24 Damen und 32 Herren nahmen die Wettkämpfe auf und kämpften um den begehrten Titel und die Platzierungen. Ein ausführlicher Bericht mit Siegern und Teilnehmern wird in einer der kommenden Sendungen folgen. Im Salzlandkreis ist die Zahl der Komasäufer im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 13,6% zurückgegangen. Dennoch ist das Rauschtrinken bundesweit ein großes Problem. Daher startet die DAK Gesundheit zum 5. Mal die Aktion Bund statt Blau, in dem sich die Schüler gegen Alkoholmissbrauch einsetzen können. Informationen zu dieser Aktion finden Sie unter www.dak-bundstadtblau.de. Die Polizei im Salzlandkreis ermittelt aktuell in einem Todesfall. Eine Reinigungskraft fand am Mittwochmorgen einen Mann, der sich an einer Feuertreppe im Außenbereich des IGZ InnoLife Bad Salzelmen stranguliert hatte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelte sich hier um einen 56-jährigen Schönebecker. Er war in dieser Nacht als vermisst gemeldet worden, nachdem ein Abschiedsbrief gefunden wurde. Die Kriminalpolizei untersucht nun die Todesursache, damit ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.
Das neue Jahr ist noch keinen ganzen Monat alt und auch die Feiertage, an denen so zahlreiche gute Vorsätze für 2014 erdacht wurden, sind noch nicht in so weiter Ferne gerückt. Hier heißt es nun dranbleiben. Der Solepark bietet wieder viele neue Kurse für Gesundheit und Wohlbefinden. Angeboten werden Klassiker wie Herz-Kreislauf-Training im Wasser, Nordic Walking, Rückenfit und Pilates-Kurse. Aber auch Qigong ist im Angebot mit dabei. Unter der Telefonnummer 03928 705577 können Sie sich gern telefonisch anmelden bzw. informieren. Seit dem 13. Januar diesen Jahres haben die Abrissarbeiten der Gebäude am Markt 14 bis 16 in Schönebeck begonnen. Bis 2015 sollen hier 20 Wohnungen der Städtischen Wohnungsbau GmbH entstehen. Jede Wohnung ist entweder mit einem Balkon, einer Terrasse zum Hof oder einer Loggia ausgestattet. Einen ausführlichen Bericht zu den Gebäuden und deren Abriss sehen Sie in einer der kommenden Sendungen. Joachim Schulke, Ordnungsamtsdezernent der Stadt Schönebeck, hat zwei Berufsurkunden überreicht. Eine an den stellvertretenden Wehrleiter der Stadtteilfeuerwehr Tischlerstraße, Frank Mantwill, und die zweite an den Leiter der Ortsteilwehr Ranis, Gerald Heller. Für beide gilt das Ehrenbeamtenverhältnis bis zum 20. Januar des Jahres 2020. Seit Montag, dem 13. Januar, wird der kleine Hund Spikey vermisst. Sein Besitzer betrat gegen 17.20 Uhr die Tankstelle am E-Center Schönebeck in der Stadionstraße. Beim Verlassen der Tankstelle war der Hund plötzlich weg. Sollte jemand Spikey an der Tankstelle gesehen oder etwas beobachtet haben oder aber weiß jemand, wo sich der Hund derzeit befindet, dann melden Sie sich bitte beim Besitzer. Die Telefonnummer hierzu lautet 03928 728136. Nun ist es soweit. Nachdem im letzten Jahr der neue 5-Euro-Schein in Umlauf gebracht wurde, folgt kommenden September der neu gestaltete 10-Euro-Schein. Der neue Schein wird am 23. September gesetzliches Zahlungsmittel in den Mitgliedstaaten der Währungsunion. In den kommenden Jahren folgen auch die anderen Scheine. Grund für die Neugestaltung der Euroscheine ist, die Sicherheit gegen Fälscher zu erhöhen. Die alten Scheine werden noch einige Zeit in Umlauf bleiben, werden aber im Laufe der Zeit ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel verlieren. Wann es soweit ist, steht bislang jedoch noch nicht fest. Die Volksschwimmhalle einschließlich der Sauna bleibt am 25. Januar diesen Jahres geschlossen. Der Grund dafür ist ein Schwimmwettkampf des Schönebecker Sportvereins 1861 e.V. Dieser Wettkampf findet ganztägig statt, es wird um Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Soweit die Kurznachrichten für die heutige Montagsausgabe. Wie gesehen und gehört, gibt es natürlich weitere umfangreiche Berichte zu den einzelnen Themen. Umfangreich ist auch unser Medium der Woche. Zwei CDs randvoll mit aktuellen Charts. Wenn Sie diese CD gewinnen möchten, sollten Sie dranbleiben, denn genau damit geht es nach der Werbung weiter. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreiben. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Ostern steht vor der Tür. Entdecken Sie die neuen Osterkollektionen von Villeroy und Boch, Göbel und Hutschenreuther. Faszinierende Osterwelten bei Kilt. Ambiente für Tisch und Küche. Am Markt 4 bis 5. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und natürlich den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: frischer Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 45 Cent,
frischer Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Schinkeneisbein 100 Gramm zu 27 Cent, Schaschlik 100 Gramm zu 55 Cent und Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro. Seit nunmehr 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparenzstrom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil. Wahlweise bis zum Jahresende 2013, 2014 und 2015. Ausgenommen sind die Anpassung der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbaren Energiegesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt. Maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Denken Sie heute schon an morgen. Für unser neues Produkt SWS Transparenzstrom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus dem Werbeblock zum Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 20. Januar. Wie versprochen, machen wir weiter mit unserem Medium der Woche. Boom 2014, The First, die erste, zwei CDs randvoll mit aktuellen Charts, ist unser Medium der Woche. Noch einmal ein paar Einblicke, dann gibt es Sie die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Auch im Jahr 2014 geht es weiter mit zahlreichen Chartstürmern auf diversen Sampler-Alben. Boom 2014, The First, die Hit-Explosion mit dem neuesten aus 2014, ist eine dieser Alben. Mit dabei auf der ersten Chartparty des Jahres, Pitbull featuring Kesha, Pink, Miley Cyrus, Prince K1, Tom Odell und Fettes Brot. Ein Echo. Aber auch aus den Clubs der Welt präsentieren sich Martin Garrix, Rio featuring Eugene. DJ Antoine, Flo Rida featuring Pitbull und viele mehr. ...42 Tracks, 2 CDs. Oh, let's go down.
Ein Must-Have für den Anfang des Jahres. Tsunami. Boom 2014, The First. Und die Party geht weiter, 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 weiter. Y'all ready for this? Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Möchten Sie diese Doppel-CD gewinnen, sagen der Zuschauer, mit den aktuellen Charts, dann müssen Sie jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und folgende Frage richtig beantworten. Heute möchte ich von Ihnen wissen, in welcher Sportart fanden denn am zurückliegenden Wochenende die Landeseinzelmeisterschaften statt? War es A im Weitsprung oder B im Tischtennis? Mit der richtigen Antwort ran ans Telefon, die 405770 gewählt, oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Ganz wichtig, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, wir brauchen natürlich Ihren vollständigen Namen, Anschrift und Telefonnummer. Darüber hinaus auch ganz wichtig, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um an unseren Gewinnspielen teilnehmen zu dürfen. Sie haben auch die Möglichkeit, persönlich bei uns in der Bahnhofstraße 5 vorbeizukommen und uns Ihren Lösungsvorschlag zu nennen. Wir sind beim Thema Vorschläge. Wir machen weiter mit unseren Veranstaltungshinweisen hier in der Region. Am kommenden Donnerstag, dem 23. Januar, kommt der Puppendoktor nach Schönebeck. Er ist mit seinem Truck bis zum 25. Januar auf dem Parkplatz vom E-Center Schönebeck in der Stadionstraße zu finden. Er bietet Reparaturen von Porzellanpuppen, Pappmaché-Puppen und Teddybären aller Art und Fabrikate sowie eine kostenlose Beratung und Schätzung von Puppen an. Wenn auch Sie den Puppendoktor besuchen wollen und eine Frage haben, dann nichts wie auf zum E-Center vom 23. Januar bis zum 25. Januar. Zum nächsten abendlichen Schausien lädt der Solepark am Freitag, dem 24. Januar 2014 um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt zu Beginn der Führung ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark. Im Schausiedehaus angekommen, erfahren die Besucher an der Siedepfanne die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedlung. Viele Fragen, wie zum Beispiel, was ist das Besondere am Bad Salzelmener Salz, finden hier eine Antwort. Für Gruppen ab 10 Personen wird um persönliche oder telefonische Anmeldung gebeten. Die Telefonnummer hierzu 03928 705555. Die Puppenbühne Noldin ist am 31. Januar im soziokulturellen Zentrum Treff mit dem Stück Schnappi zu Gast. Das Live-Theater für Kinder macht auf ihrer Deutschland-Tournee auch einen Halt in der Elbestadt, um die Kinder mit dem grünen Krokodil Schnappi zu verzaubern. Der Einlass ist um 15.30 Uhr in der Wilhelmstraße 3. Karten für die Vorstellung gibt es an der Abendkasse. Am kommenden Sonntag, dem 2. Februar, findet das nächste Schausieden statt. Von 14 bis 17 Uhr können Sie in den Arbeitsalltag von Salzsiedern blicken und Fragen zu diesem alten Arbeitshandwerk stellen. Denn dieses hat die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit eines Rundgangs durch den Soloturm und, abhängig vom Wetter, das Gradierwerk zu begehen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter folgender Nummer gebeten. 03928 705555. Schon tagsüber beeindruckt das imposante Gradierwerk die Besucher des Kurparks. Doch in abendlicher Dämmerung geht von dem imposanten Bauwerk eine ganz besondere Ausstrahlung aus. So lädt der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen am Freitag, dem 7. Februar, zur nächsten Besichtigung Gradierwerk am Abend ein. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 18 Uhr vor dem Roten Haus. Workuta – Geschichte eines sowjetischen Straflagers. Diese Ausstellung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. eröffnet das Veranstaltungsjahr 2014 des Dokumentationszentrums am Moritzplatz in Magdeburg. Zur Eröffnung am 9. Januar 2014 um 18 Uhr wird Eda Arberg über eine Reise nach Workuta sprechen. Diese Reise hatte sie gemeinsam mit Vertretern der Opferverbände und mit Überlebenden des Lagers und Hinterbliebenen der Opfer unternommen.
Die Ausstellung ist vom 9. Januar bis zum 21. Februar 2014 in den Räumen der Gedenkstätte am Moritzplatz zu sehen. Der Eintritt zur Eröffnung und zum Besuch der Ausstellung ist wie immer frei. Was macht der Pförtner des Kanzleramtes, wenn er allein zu Hause ist? Schneidet er sich die Zehennägel? Lässt er sich mittels Fernbedienung die Poller Ballett tanzen? Durchleuchtet er sich selbst im Nacktscanner? Falsch. Er regiert. Und zwar durch. Er schreitet mit dem Diktator von Absurdistan die Ehrenkompanie ab, scheißt den Kanzleramtsminister mehrmals am Tag zusammen und sagt in Politlaborshows nichts, aber formuliert es treffend. Der Kabarettist Lothar Bölk alias Pförtner im Fernsehkabarett Kanzler am Forte D stellt sich in seinem neuen Bühnenprogramm als eben der Pförtner selbst im Dienst als Kanzler. Lothar Bölk, der Louis Define des deutschen Kabaretts, steckt im Kanzleramt zwischen Tür und Angela. Karten für dieses unterhaltsame Programm gibt es ab sofort in den Stadtinformationen am Markt 21, am Soloturm im Kurpark sowie an der Abendkasse. Am 27. März des Jahres 2014 findet der jährliche Girls- bzw. Boys Day statt. Dieser Tag ermöglicht es den Jungen und Mädchen der Klassenstufen 5 bis 10 einen Einblick ins Berufsleben zu wagen. Hierzu ermöglicht die Stadt einen Blick in den Alltag der Schönebecker Stadtverwaltung zu werfen. Interessierte können sich bei der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten unter der Telefonnummer 03928 71 0303 melden. Am 9. April 2014 ist Johnny Hill mit seiner aktuellen Lesung Johnny Hill – Eine Stunde ganz privat im Solepark Schönebeck zu Gast. In seinen ca. 70-minütigen Programmen erzählt er unter anderem über seinen beruflichen Werdegang, seine Familie und wie sein Hit Ruf Teddybär 1-4 entstand. Der Vorverkauf hat begonnen und ist eine mögliche Geschenkidee für Weihnachten. Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler, Hauptkommissare auf Lesetour. Am 27. April 2014 besuchen die Fernsehermittler der Erfolgsserie Polizeiruf 110 den Dr. Tholberg-Saal im Kurpark Bad Salzelmen. Die beiden berichten in vergnüglichen Anekdoten über ihre Erlebnisse vor und hinter der Kamera und geben Auskunft über ihre Laufbahn, ihre Filme sowie die gespielten Rollen und nicht zuletzt ihre Pläne. Karten für dieses Programm sind für 14 Euro ab sofort an den Stadtinformationen und an der Abendkasse erhältlich. Gradierwerk am Abend, Schausieden und viele weitere Veranstaltungen, welche auf Ihren Besuch warten, sehr geehrte Zuschauer. An dieser Stelle machen wir weiter mit dem Wetter. Es wird kühler, Schnee wird vom Himmel fallen, mit glatten Straßen ist zu rechnen. Hier kommt die Vorschau für die kommenden Tage. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach den bisher eher milden Temperaturen und dem eher herbstlichen Wetter ist der Winter endlich da. In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt und es muss mit Schnee und glatten Straßen gerechnet werden. Am Dienstag erwartet uns den ganzen Tag hindurch Schneefall und die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über unterhalb der 0-Grad-Grenze. Die Werte liegen am Tag bei maximal minus 1 Grad und gehen in der Nacht auf minus 2 Grad zurück. Ein Hinweis an alle Verkehrsteilnehmer, es muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Der Mittwoch zeigt sich gegenüber dem Dienstag unverändert. Es wird sogar noch ein wenig kühler. So zeigt das Thermometer am Tag minus 2 Grad und in der Nacht sogar minus 4 Grad. Etwas besser wird es dann am Donnerstag. So bekommt man tagsüber auch einmal die Sonne zu sehen und das Niederschlagsrisiko bleibt gering. Die Temperaturen steigen am Tag auf maximal 3 Grad. Gegen Abend ist dann wieder mit Schneefall zu rechnen und die Werte sinken in der Nacht auf 1 Grad herunter. Auch die darauf folgenden Tage bleiben unverändert. Immer wieder kommt es zu Schneefall und die Temperaturen liegen auch am Tage unterhalb des Gefrierpunktes. Vor allem die Autofahrer sollten jetzt achtsam unterwegs sein, denn es kann immer wieder zu glatten Straßen kommen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Sehr geehrte Zuschauer, das war das Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 20. Januar. Ich möchte Sie einladen, am kommenden Mittwoch wieder mit dabei zu sein, dann mit weiteren interessanten Themen, den Kurznachrichten und einer weiteren Runde, wo Sie bei uns das Medium der Woche gewinnen können. Ansonsten Ihnen einen angenehmen Abend. Bis Mittwoch, machen Sie es gut. Ihr Christian Kolber.